Ein seltener Doppeltermin fand beim TSC Schönborn statt. Die Ostdeutsche Trial-Meisterschaft Modernes Motorrad und die Ostdeutsche Meisterschaft im Paratrial. Wir haben in diesem Jahr oder bei dieser Veranstaltung die Fahrradfahrer mit dabei. Das Gelände haben wir geteilt. Wir haben 10 Sektionen gesteckt für die Motorradfahrer. Für die 10 Sektionen. Und wie gesagt, 4,5 Stunden Fahrzeit. Rödelt nicht allzu lange. Es werden noch dringend Helfer gesucht. Ja, wie gesagt, wäre schön, wenn sich noch jemand findet. Dann könnten wir starten, pünktlich. Na dann kann es ja losgehen. Der Vorsitzende Olaf Winde und der Sportleiter Marcel Breuer haben es schon angedeutet. Die ODM im modernen Motorrad-Trial und das Fahrrad-Trial finden parallel statt. Eine gute Gelegenheit, den anderen mal über den Lenker zu schauen. Motor oder Muskelkraft, es ist hier jedenfalls viel fahrerisches Geschick erforderlich. Während es hier im Fahrrad-Trial über Hindernisse geht, kommt im Motorrad-Trial zusätzlich das natürliche Gelände ins Spiel. Da kann es schon ganz schön steil werden. Links im Bild Emil Wedekind fährt in der Klasse Junioren und rechts Benito Breuer, Klasse 3 im modernen Motorrad-Trial. Benito wird uns gleich noch etwas helfen, Trial zu verstehen. Hier schauen wir Nico Diekmann in einer Sektion zu. In jeder Sektion gibt es einen Wertungsrichter, der die Punkte mitzählt und anzeigt. An Benito die Frage zum Unterschied moderner und historischer Trial. Ja, und zwar beim modernen Trial ist halt alles ein bisschen enger gesteckt und höhere Hindernisse. Sprich, der Schwierigkeitsgrad ist allgemein ein bisschen höher gesteckt, dadurch, dass die modernen Motorräder auch vom Fahrwerk her mehr, den kann man halt mehr zumuten. Es ist halt alles ein bisschen schwieriger als beim Classic Trail. Die Hindernisse sind halt allgemein ein bisschen höher. Man muss halt, braucht halt, glaube ich, beim modernen Trail eine Portion Mut mehr als beim Classic Trail. Und wie war der Umstieg? Ja, der Umstieg vom Classic aufs moderne Motorrad ist halt, ja, man muss sich halt, ist halt einfach nur eine Gewöhnungssache. Es ist aber auch, wenn du vom einem Classic Motorrad zu einem anderen umsteigst, ist es einfach nur eine Gewöhnungssache. Die Reifen sehen ja ziemlich platt aus. Wir fahren ziemlich wenig Luftdruck. Wir haben, hinten bewegt sich das im Raum so von 0,3 Bar bis, wenn es ganz, also wenn es wirklich richtig lose ist und schmierig ist oder glatt ist, fährt man auch manchmal noch weniger, sonst bewegt sich das dann schon unter 0,3 Bar. Und vorne ist es meistens so bei 0,4 bis 0,5. Du brauchst halt auch ziemlich viel Grip und wenn die Reifen dann durch den wenigen Luftdruck richtig sich in den Boden reindrücken, kommst du halt besser vom Fleck. Und wie sieht das mit der Wertung aus? Es gibt wie beim Classic Trail genauso 1 bis 3 Punkte für jeden Fuß, den du setzt und 5 gibt es, wenn du hinfällst, an der Sektion irgendwas kaputt fährst oder ja, aus der Sektion rausfährst. Ein Abgehen der Strecke und das Zuschauen bei den Konkurrenten ist wichtig, um die eigene Linie festzulegen. Kraft und Erfahrung sind ebenfalls wichtige Komponenten. Gerade hier fahren viele ältere Fahrer und punkten mit ihrer Erfahrung. Wie ist denn das nun mit dem Fahrrad-Trial? Das ist für sich auch eine ganz normale Serie, genauso wie das Motorrad-Trial. Die fahren auch ihre Wettkämpfe im Jahr, so wie wir, weiter an anderen Orten. Das ist jetzt eigentlich ein Einzelfall, dass der Fahrradwettkampf und der Motorradwettkampf an einem Ort zusammenfallen. Meist sind das dann komplett andere Orte und teilweise auch Fahrrad-3-Wettkämpfe an Orten, wo Motorrad-Trials gar nicht stattfinden. Wenn das alles so direkt miteinander ist, hast du halt den direkten Vergleich. Du guckst auf der einen Seite Motorradfahrern zu, wie sie Hindernisse hochfahren und enge Kehren fahren und auf der anderen Seite, wenn du 2 Meter weiter guckst, fährt dann ein Fahrradfahrer und den direkten Vergleich mal zu sehen, ist interessant. Was sind die Vorteile? Der Vorteil beim Fahrradtrail ist halt, du hast halt ziemlich wenig Gewicht, was du mit dir rumschleppen musst praktisch in den Sektionen. Beim Motorrad ist halt der Vorteil, du hast halt einen Motor drin. So. Das wiegt natürlich alles mehr, aber du kannst halt viel Kraft durch den Motor ausgleichen. Allerdings muss man beim Fahrradtrial trotzdem über eine gute Kondition verfügen. Fuß absetzen kostet und in der Regel haben die Spezialfahrräder keinen Sattel. Tim Werner aus der Eliteklasse in einer der Sektionen.
In Schönborn wurde in 7 Klassen gestartet, die nach Alter gestaffelt sind. Die Teilnehmer fahren dabei unterschiedliche Spuren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Radgrößen sind 20 oder 26 Zoll. Bei den Motorrädern wurde in 6 Klassen gestartet, teilweise noch unterteilt in Erwachsene, Damen und Jugend. Hier sind 5 Fahrspuren mit unterschiedlichen farblichen Markierungen versehen und haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ingo Breitfeld, die 296, siegte in der Klasse 2. Hier kann man die kleinen farbigen Richtungsdreiecke der Spuren gut erkennen. Die weiße Spur ist die schwierigste Spur. Es kommt eher selten vor, dass alle Sektionen fehlerfrei abgeschlossen werden. Heute in Schönborn gelingt das tatsächlich 2-mal. Andreas Scholz, Klasse 4, und Rainer Selig in Klasse 6 vollbrachten diese starke Leistung. The Man in Orange, Andreas Scholz bei seiner fehlerfreien Arbeit. Wie man sehen kann, kein Teenie. Das Durchschnittsalter im Trial-Club-Sport liegt bei deutlich über 30 Jahren. Die Erfahrung vieler Hunderter oder gar Tausender Sektionen, wie die Wertungsprüfungen im Trial-Sport heißen, machen sich voll bezahlt. Die einzige Dame des Feldes, Katharina Nestler. Unser Co-Moderator Benito Breuer beim Abgehen der Sektion. Und hier in Action. Aus dem Stand heraus, den steilen Hügel hoch, ist schon eine Herausforderung. Der jüngste Teilnehmer in Schönborn, Luis Hempel. Ja, gut gemacht. Sieger Klasse 5, Martin Herling mit ganzen 2 Fehlerpunkten. Michael Diebus mit 12 Fehlerpunkten, Platz 8. Ein bisschen warm machen neben der Strecke und dann Angriff. Pascal Kauper, Sieger der Klasse 4 mit 1 Punkt. Das Aufsetzen der Maschine auf einem Hindernis, wie hier, zählt nicht als Fehler. Die Beherrschung der Maschine in jedem Augenblick ist der Schlüssel zum Erfolg. Das gilt auch hier, etliche Kilogramm mit dem Fahrrad weniger. Emil Wedekind zeigt das eindrucksvoll in der Juniorenklasse, in der er mit 990 Punkten den Klassensieg erreicht. Im Gegensatz zum Motorrad-Trial geht es hier beim Fahrrad-Trial um die höchste Punktzahl. Wer also die meisten Punkte erreicht, hat gewonnen. Für die Jüngsten in der Klasse U9 sind die Fahrspuren natürlich leichter angelegt. Das hier ist Ben Roder, Klassensieger Masters, einer von vieren, die heute 1000 oder mehr Punkte erzielt haben. Erik Kellig erreicht das Ende der Sektion, trotz 990 Punkten nur Zweiter in U13. Robin Lehnert, Sieger in der Klasse Elite, das ist die Klasse mit den höchsten Schwierigkeitsgraden. Hier noch einmal Emil Wedekind, Sieger Junioren. Zusammenfassend kann man sagen, ob Fahrrad oder Motorrad, wer hier vorne fährt, muss Arbeitsgerät und Parcours außergewöhnlich gut beherrschen. Aber Respekt allen, die hier fahren und solche Hindernisse überhaupt bewältigen wollen. Es muss nicht immer um die schnellste Rundenzeit gehen. Auch diese Geschicklichkeit und Beherrschung sind spannend anzusehen.
Der TSC Schönborn ist mit einem schönen Gelände ausgestattet und beim ADAC Berlin Bannenburg in beiden Sparten ein guter Ansprechpartner.